Guck mal, das ist ein akkurates Licht hier, was sie haben. Den hier vorne auch. Anhalten! Sag mal, anhalten! Man kann immer viel erzählen und man kann das auch im Fernsehen sehen, sag ich immer, aber das direkte Gespräch ist das, was im Gedächtnis bleibt. Das ist aber auch so eine Verrohung, die wir echt hier feststellen können. Die Kids, die wollen alles ausdiskutieren, die lassen sich nichts mehr sagen, die haben keinen Respekt mehr. Ist ja nicht schlimm. Ich tue ihnen nichts, keine Sorge. Nee, das Einzige, was ich mache, ich schreibe das auf. Guck mal, sowas hätte es früher, glaube ich, auch nicht gegeben. Na, kleiner Mann. Tach. Alles gut? Ja, das ist schön. So, los geht's. Es ist früher Morgen an der Polizeiinspektion Burgdorf. Hier sind wir verabredet mit Polizeioberkommissar Jörg Windfuhr. So, los geht's. Wir müssen nach Flux die Pistolen holen. Gemeinsam mit seiner Kollegin Stefanie Eckler führen die beiden heute eine Verkehrsüberwachung durch. Ja. Gut, Steffi, ich würde sagen, wir fahren heute zur Gudrun-Pausewang-Schule. Da waren wir längere Zeit schon nicht. Ja. Mal gucken, was die Verkehrsteilnehmer heute so alles machen. Ne? Das ist hier übrigens eine Fahrradstraße. Das bedeutet, dass man hier also auch durchaus nebeneinander fahren darf. Was ja sonst nicht erlaubt ist, ne? So. Es dauert nicht lange, bis den Beamten der erste Verkehrssünder auffällt. Derjenige, der da hinten kommt, der sein Kind rausgelassen hat. Und da ist absolutes Halteverbot. So sehe ich alles Taco. Ne? Aber wenn ich jetzt hinterher rufe oder hinterher brülle, ey, alle mal anhalten, dann haben wir ja auch auf einmal halt, hält der Erste an und alle fahren hinten drauf. Guten Morgen! Weißt du, dass dein Rücklicht nicht geht? Also, ich möchte gerne, dass das Fahrrad hier repariert wird. Also, dort oben an der Ecke ist absolutes Haltverbot angeordnet. Ne? Ja. Das ist auch ausgeschildert, schon seit einiger Zeit. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, sich da hinzustellen, auch wenn man nur mal eben schnell wen rauslässt. Ne? Da müssen Sie bei der Polizei sich nicht weiter zu einlassen, wenn Sie das nicht möchten, ne? Ja. Zu dem Vorwurf, dass Sie sich da hingestellt haben. Ich bräuchte einmal Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein. Du bist hier unterwegs mit deinem Fahrrad. Und Autofahrer könnte ich von hinten überhaupt nicht sehen. Geht immer. Ich muss zur Schule, ich schreibe eine Arbeit, ich muss zur Arbeit fahren oder. Und mit diesem ich verstehe ja diesen Zeitdruck. Ich habe den ja selber auch, wenn ich irgendwo hinfahre. Aber letztendlich können wir ja nicht sagen, ja, Sie haben Zeitdruck, dann dürfen Sie sich natürlich hier hinstellen. Weil dann stehen alle hier, weil alle haben Zeitdruck. Ich würde gerne, dass du das heile machen lässt. Und dass du das Fahrrad dann bei der Polizei mal vorführst. Und die Telefonnummer lautet, weißt du die? Weißt du nicht? Okay, naja, irgendwie werde ich das schon. Ansonsten komme ich mal vorbei. Junger Mann, guten Morgen. Einmal anhalten, bitte. Einmal anhalten, bitte. Anhalten! Anhalten! Halt bitte an, sofort! Anhalten! Sag mal, anhalten! Los jetzt. Pass mal auf, mein Lieber. Wenn die Polizei sagt anhalten und man widersetzt sich dieser ganzen Sache, ne? Dann ist das nicht in Ordnung. Außerdem hast du hinten immer noch kein Licht. Fahren wir noch mal zu dem Elternhaus von dem Jungen, der vorhin nicht angehalten hat gleich. Der sagte, dass sein Vater zu Hause wäre. Und dem Vater wollte ich jetzt noch mal sagen, dass das Fahrrad auf jeden Fall in Ordnung gebracht werden muss und dass man halt auch vielleicht mit dem Jungen noch mal das Gespräch sucht und ihm sagt,
wie er sich zu verhalten hat in einer Polizeikontrolle. Ich hatte das dem Jungen zwar auch schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob das so angekommen ist bei ihm. Er war sehr, sehr bockig. Ein wachsendes Verkehrsaufkommen, volle, unübersichtliche Straßen und immer schnellere Autos. Gerade für Kinder können Situationen auf der Straße schnell gefährlich werden. Um die Grundschüler gut vorzubereiten, gibt der Kontaktbeamte Jörg Windfuhr Unterricht zum Thema Verkehrssicherheit an den Burgdorfer Grundschulen. Dort werden die Verkehrsregeln erklärt und der Schulweg sowie das sichere Radfahren geübt. So, jetzt machen wir mal das Licht aus und gucken. Mach mal Licht aus, Christian. So. Wir sehen jetzt, dass alle Schulranzen, so, hier, guck mal, der, den wir eben gerade am schlechtesten gesehen haben, was ist jetzt mit dem passiert? Den sehen wir jetzt am? Am besten sehen wir ihn, ne? Weil er nämlich ganz viele reflektierende Bereiche hat. Ja? Aber wir sehen, alle Schulranzen haben große reflektierende Bereiche. Du kannst das Licht wieder anmachen. Licht kommt angeflogen. Trifft drauf, wird aufgefressen und nur kleine Teile vom Licht kommen wieder zurückgeflogen und bei dem Menschen in die Augen. Und der Mensch kann deswegen dunkle Farben nicht so gut sehen. Ich bin eigentlich immer in einem sehr angenehmen und positiven Austausch mit den Leuten. Sei es, dass ich viel mit Kindern zu tun habe oder aber auch mit den Senioren. Das sind eigentlich wirklich sehr, sehr schöne Aufgaben. Ich glaube, das ist auch etwas, was einen Kontaktbeamten auch auszeichnen muss, dass man eben die Leute auch mal von sich aus anspricht, ne? Und nicht nur immer darauf wartet, dass man selber angesprochen wird. Also offen sein, das ist eigentlich das A und O. Dazu gehört auch Grüßen und Händeschütteln. Oder zu Zeiten der Pandemie nur Grüßen. Guten Morgen, Windfuhr mein Name von der Polizei Burgdorf. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Herr Windfuhr. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallihallo. Morgen. Morgen Dieter. Du lieber Himmel, da ahnst du nichts Böses. Moin. Schön sieht's aus. Wirklich? Ja. Sehr schön. So, Holz ist auch ein geiles Material. Verdienen wir unser Geld mit. Ja, ja. Aber das ist auch wahnsinnig teuer geworden. Ne? Also Leute, die sich vielleicht nicht trauen, mal auf der Dienststelle anzurufen, um irgendwann etwas zu fragen. Dafür bin ich dann da. Wenn ich hier durch die Stadt gehe, dass sie sagen, Herr Windfuhr, ich habe da mal eine Frage. Und das ist öfter so. Als ich jung war, ein Kind, ne? Wenn da der alte Slommer was gesagt hat, da haben wir aber stramm gestanden. Ne? Da wäre ich überhaupt nie auf die Idee gekommen, wenn der Slommer gesagt hätte, anhalten, zack, da wäre ich aber in Achtungsstellung gegangen. Und heute... Wie vielfältig und wichtig die Arbeit von Herrn Windfuhr und seinen Kollegen ist, konnten wir heute auf jeden Fall sehr gut miterleben. Jeder Tag bringt eine neue Aufgabe hervor, sei es die Präventionsarbeit, Verkehrssicherung, der Kontakt mit den Bürgern oder vieles mehr. Kein Tag ist wie der andere. Wir hoffen, dass Herr Windfuhr den Burgdorfer noch lange als Kontaktbeamter erhalten bleibt und das Leben in der Stadt somit ein Stück weit sicherer und lebenswerter macht.